Hallo! Herzlich willkommen zu einer neuen Episode mit eurem Dagmobil. Bei strahlendem Sonnenschein, einer lachenden Betty und einem glücklichen Alfred hinter der Kamera wollen wir euch heute die Umgebung von Bad Ems vorstellen. Wir sind gestern Abend, Freitagabend, den 1. März 2024 auf dem Stellplatz an der Kutschersmarina angekommen. Wie ihr uns kennt, wisst ihr ja, dass wir euch dazu natürlich wieder ein separates, ausführliches Stellplatzvideo machen. Schaut in die Playlist, da werdet ihr es finden. Gleichzeitig mit diesem Video werden wir es natürlich wieder hochspielen. Heute wollen wir euch einmal Bad Ems und vielleicht die Umgebung zeigen. Wir wissen noch nicht, was wir genau machen. Auf jeden Fall, es gibt viel zu sehen. Wir haben hier im Hintergrund schon direkt die bekannte Therme, die sich wirklich über ein riesiges Areal erstreckt. Nämlich alles, wo diese helle weiße Balustrade ist, bis hier vorne auf die Spitze, wo die Apartments drüber sind, das ist alles Therme. Wir können da nicht weiter filmen, weil es zur Lahn hin auch einen FKK-Außenbereich oder mehrere Außenbereiche gibt und wir sind ja jugendfrei. Wenn wir hinter der Brücke schon blicken, sehen wir schon die Skyline der Promenade, den Kurpark von Bad Ems mit seinen wunderschönen alten Hotels und Häusern. Und da gehen wir jetzt definitiv hin. So, schauen wir mal, was wir entdecken können. Los geht's! Das ist Jim Knopf. Ich wollte unseren lieben Zuschauern mal zeigen, was es in Bad Ems alles zu gucken gibt. Und deshalb nehme ich euch mit. In Bad Ems waren nämlich schon die Römer. Hier ist ein Teil des Limes. Dann haben wir hier eine Bergbauvergangenheit. Eisen und Silber wurde abgebaut. Bismarck hat sich hier mehrfach verewigt. Es gibt hier eine große russische Vergangenheit. Bad Ems galt bei wohlhabenden Russen vor 200 Jahren als Eldorado des Heilklimas. Dadurch haben wir hier auch eine russisch-orthodoxe Kirche. Wir haben prachtvolle Bauten aus dieser Zeit. Wir haben hier so viel Geschichte, dass Bad Ems aufgrund des Klimas und seiner langen Vergangenheit als Heilbad zum UNESCO-Welterbe gehört und wird mit den Badeorten Bas, Vichy und, muss ich aufpassen, Bad Kissingen, ich will mal Kitzingen sagen, Bad Kissingen genannt. Es sind 6 oder 7, die diesen Stempel haben und Bad Ems gehört dazu. Und bei dem Sonnenschein, den wir heute haben, im Vergleich zu den letzten Wochen, bin ich schon voll dabei. Das kann man gut nachvollziehen. Es ist frühlingshaft, die dicke Jacke ist Fehlplanung und die Nacht war auch schon super ruhig. Und ja, ich würde mal sagen, perfekter Start in den Tag. Und jetzt fahren wir mal rüber an die Therme. Ja, wenn ich vorher schon wieder was entdecke. Schmeiße locker. Ja. Vor dem Eingangsbereich in Richtung Stadt und Kurpark haben wir auch schon die Emser Therme mit, wie sollte es sein, ne? Einer kleinen Ente. Da stehen wir ja drauf, unser Kollege in Blau. Und hier die weit über der Region bekannten Therme mit dem Eingangsbereich. Und vorne hatten wir ja auch schon entsprechend das Hotel. Also wer hier nicht mit dem Wohnmobil anreist, sondern einfach ein paar Nächte auch verbringen möchte, um den Aufenthalt zu verlängern. Es ist ein Hotel mit angeschlossen. Bad Ems verfügt über 13 Mineralwasserquellen. Aber so wie es aussieht, wird die Trinkhalle gerade renoviert. Ob man reinkommt, von hier der Seite auf jeden Fall schon mal nicht. Und hier ist der Kurpark, der sich entlang der Lahn schlängelt.
mit seinen schönen nostalgischen Lampen und ganz sauberen, gepflegten Wegen. Die öffentlichen Toiletten sind aktuell noch wegen Winterzeit geschlossen, die es hier am Rand überall gibt. Und für euch wichtig, das Fahrradfahren ist im Park verboten. Also da müsst ihr zu Fuß durch. Aber dann genießt man das ja auch viel besser. Es ist die einzige öffentliche Toilette, die zu dieser Jahreszeit auf hat. Drüben ist ja die Malbergbahn, ne? Die ist seit 1979 nicht mehr in Betrieb. Die wurde mit Wasserballast angetrieben. Da müssen wir vielleicht noch mal rüber gucken. Da oben ist auch das Häuschen, wo die ankommt. Jawohl, das ist gerade baden hier nochmal das. Genau, es wird einiges renoviert. Das staatliche Badehaus neben dem Haus mit den vier Türmen wird genauso wie das Viertürmehaus im Moment renoviert. Bis 1960 gab es im Badehaus noch 30 Bäder und das Haus mit den vier Türmen galt als inoffizielle Sommerresidenz des Zaren Alexander II. Hätte man jetzt auch nicht gedacht. Und wenn du noch mal kurz rüberschwenkst zu dem netten Gebäude in dem süßen Rosa mit den Türmchen, da haben wir das Kur- und Stadtmuseum. Bad Ems ist aber nicht nur für Gesundes bekannt, sondern auch für seine Spielbank, die wir ja da vorne am Ende des Alleenwegs haben. Im Sommer wunderschön alles voller Blumen hier, der Weg darunter. Im Moment haben wir hier nur ein paar Stiefmütterchen und die ersten Osterglocken. Hast einen Baum vor, ne? Da drüben haben wir die römisch-orthodoxe Kirche, die für die ganzen Badegäste, für die russischen Badegäste hier erbaut wurde. Daneben haben wir links das Café Lahnterrasse, das auch sehr bekannt ist, wo man wunderschön draußen sitzt. Mittlerweile ist es eine Pizzeria. Und daneben die Gaststätte, die sieht aus wie ein alter Bahnhof. Glaube ich, war es auch mal. Da ist jetzt nur ein Wohnhaus drin. Ja, und gekrönt und gut beobachtet wird das Ganze natürlich von unserem Kaiser Wilhelm, der neben den ersten aufgehenden Magnolien steht. Also hier merkst du, es wird Frühling. Und an der Römerstraße, der Promenade entlang, stehen schon alles wieder, die Palmenkübel. Und so ein bisschen kriegen wir langsam das Gefühl, es wird echt Frühling. Besprochene Spielbank. Aber da ich nie Glück habe, hier ist es ja noch rein. Und jetzt gehen wir zum absoluten Highlight. Nein, ich meine nicht meine Frau. Ich meine das Beatles Museum. Was können Sie uns zum Beatles Museum sagen? We all live in the yellow Wohnmobil, yellow Wohnmobil, yellow Wohnmobil. Nein, das wird nicht verliert. The Duckmobil. Ja. It's like a yellow submarine. Ich höre auf zu singen, darf ich ja nicht. Muss ja gerade jemandem schreiben, der mich fragt, ob es nicht viel zu kalt ist zum Fahrradfahren. Wir haben keine Handschuhe, keine Mütze an, keinen Schal. Es ist Sommer. Ja. Also für uns zumindest, nach dem letzten Wochenende. Das Knipslise. Knipslieschen.
Kennst du Knipslieschen? Da oben ist der Bismarckturm, da kannst du auch hoch. Guck mal, da sind überall Aussichtspunkte hier, kannst du gut wandern. Und da ist die Kurwallbahn. Da kommst du oben zu dem Limesturm. 90 Sekunden, 3,50 Euro. Und wenn du wieder runter willst, kostet es insgesamt 6 Euro. Was erzählst du davon, Max? Weil es hier alles so gibt. Aber das hat zu. Die suchen Köche. Kannst dich bewerben. Kann das sein lassen. So, das ist alles gleich Winterpause. Das endet alles mit 2023. Ich muss jetzt mal ehrlich gucken. Gestern Abend, als das beleuchtet war, war das richtig schön. Wir sind hier auf der anderen Seite der Spielhalle in dem alten, wie heißt das? Dieser ganze Gebäudekomplex des alten Kurgebäudes wird von den Bad Emsern auch liebevoll Klein Nizza genannt. Wir haben vorne das Casino, dann kommt der Konzert- und Kursaal mit dem bekannten Marmorsaal. Kommen wir gerade nicht rein und dahinter noch dieses Bistro von und zu, das im Moment noch ein wenig in der Winterpause ist. Aber ich glaube, die Bilder, die Alfred euch da zeigt, sind vielversprechend auf den Sommer. Wir können noch mal kurz zeigen, wie es von innen aussieht oder aussah hier. Das ist ein historisches Bild, wie die Außenlocation früher aussah. Hier, da haben wir es. Also hat sich kaum was geändert, abgesehen davon, dass die Stuckdecke verschwunden ist. Entlang der Rahn geht natürlich der Lahnradweg. Könnt ihr von Lahnstein bis, ich glaube, Wetzlar, Dietz fahren oder noch weiter. Ich meine aber, da ist Ende. Ein paar kleine Impressionen auf dem Weg nach Nassau. Genau. Haben wir uns vorgenommen, erstmal nach Nassau zu fahren. Und dann gucken wir mal, was wir noch so machen. Sonne genießen, alles andere sekundär, absolut sekundär. Das ist Dassenau. Gibt's auch einen Campingplatz. Sind wir ja eben vorbeigefahren. Das sieht auch nett aus, ne? Ja. Ja. Und das da hinten,
Das hohe Gebäude mit den Dachfensterchen drin, das ist das Rathaus mit den roten Fensterladen da in der Mauer. Das sieht echt schön aus. Was man immer am Wegrand so entdeckt, ist meistens immer schön. Ich hab mal nicht ins Schwarze getroffen. Juhu! Wir fahren ins Blaue! Erstaunlich. Ja. Aber wir sind ja noch nicht zurück, aber pst. Aber der Frühling, der kommt, die Natur, die setzt sich ja echt richtig mit großen Schritten durch. Das ist alles schon so kräftig, das Grün. Schön. Richtig schön. Betty happy. Aber das ist jetzt kein... Ach, guck mal, hier hinten noch mehr. Guck mal, hier hinten kommt es noch richtig stärker und da ist ja gar kein offizieller Wasserfall. Das ist ja im Sommer oder bei wärmeren Monaten nicht. Das ist ja irgendein Wasser, was sich rausquetscht aus dem Boden. Das ist ein Quetschberg. Ja. Frühstück. Nix hast du schon. Steht da hinten. Ja, hättest du alles essen müssen, hättest du Glück gehabt, ne? Hast ja dein Brötchen nicht aufgegessen. Sammel die Rome sind. In Nassau. Guck mal, da hinten sind richtig schöne alte Fachwerkhäuser. Da müssen wir aber gleich noch mal hochfahren. Aber hier geht's in. Also da oben ist die Burg. Da hinter mir muss irgendwo ein Schloss sein. Aber guck mal da hoch, das sieht ja richtig schön aus. Also bis da fahren wir auf jeden Fall noch. Die machen ja Musik. Ja, da ist auch irgendwie eine sehr musikalische Stadthalle. Und solltet ihr auch einen Wischbob vergessen haben fürs Wohnmobil, haben wir hier in Nassau den Leifheit-Werksverkauf. Da könnt ihr das eine oder andere kaufen. Naja, ob jetzt ein Bügelbrett unbedingt im Wohnmobil nötig ist. Oder eine Wäschespinne. Ja, ne, müsst ihr selber entscheiden. Aber ansonsten gibt es hier zu wirklich guten Preisen die Artikel von Leifheit. Ja, nur dem Backfischgeruch nachgefahren. Ja, nee, ist klar. Da ist ein Fischgeschäft. Da steht hier heißer Backfisch. Leider bist du 10 Minuten zu spät. Ja. Aber da meine Nase mich ja wieder nicht getrübt hat, haben wir jetzt das Schloss Nassau entdeckt. Ich habe jetzt nicht geguckt, wozu es genutzt wird oder ob es irgendwie privat ist, Stadtverwaltung. Ich weiß es nicht. Lasst es doch mal in den Kommentaren da, wenn ihr wisst, wozu das Schloss Nassau genutzt wird. Weil ich habe jetzt vorher nicht Wikipedia und Google gefragt. Und es gibt auch kein Schild. Ist es in privater Hand? Ist es zu kaufen? Oder sonst was? Schreibt es mir mal, damit ich nicht dumm sterben muss. Oder dumm weiterfahren. Jetzt weiß ich auch, welcher Onkel da auf dem Denkmal steht. Da. Das Foto habe ich ja nur von hinten gemacht. Da ist nämlich der Freiherr von Zu und Stein gedünst. Es gibt sogar ein Bauern, Steins Bauernhäuschen. Okay. Ein Park noch, aber mich reizt es ja noch, da hochzufahren. Aber wenn du da auch nicht weiterkommst auf die Burg, habe ich Krach mit meinem Mann umsonst gehabt. Wir fahren jetzt noch mal runter an die Lahn
nochmal bis hinten um die Ecke irgendwie und dann, glaube ich, fahren wir zurück und genießen einfach die Sonne, weil wir wollen ja noch in Bad Ems auf den Kurberghof, genau, so hieß das Ding. Ach so, bevor ich es vergesse, habt ihr uns schon ein Abo dagelassen? Genau, dich erkenne ich wieder. Du hast beim letzten Mal abonniert. Und du da hinten, genau, du mit den roten Haaren. Du bist schon seit Anfang an dabei. Danke, dass du uns echt schon... Wie viele Videos haben wir jetzt? Keine Ahnung. Über 100 Videos von uns geschaut hast. Mann, du hast wirklich gutes Durchhaltevermögen. Bleib dabei. Freut mich, dich immer wieder zu sehen. Und du da hinten, versteck dich nicht. Du hast doch gerade das Abo-Knöpfchen gedrückt. Genau, du. Auch dir ein. Danke. Wir machen weiter für euch. Bei dem Wetter sogar noch lieber als sonst. Okay, und jetzt fahren wir weiter. Ich habe meinen Spruch gesagt, ihr habt eure Pflicht erfüllt. Jetzt kommt wieder das Vergnügen. Hier haben wir die Kanu-Charterstelle in Nassau mit einem schönen Biergarten. Aber vor April ist alles noch in Winterpause. So, muss ein bisschen aufpassen. Hier war etwas Hochwasser. Hier ist es matschelig. Na, hier ist auch die Anlegestelle. Und dann haben wir da drüben auch, ne, hinter diesem Gebäude den Stellplatz. Dazu haben wir euch ein separates Stellplatzvideo gemacht, weil wir der Meinung waren, dass dieser Kosnixplatz doch ein Video wert war. Und dann habt ihr drüben eine schöne Flaniermeile mit langen Wanderwegen an der Lahn entlang. Und wenn ihr sagt, ich bin jetzt so viel Fahrrad gefahren und möchte nicht zurückfahren oder bin müde, wie auch immer, dann habt ihr hier die Möglichkeit, euer Fahrrad im Zug mitzunehmen. Die Regionalbahn nimmt nämlich auch Räder mit. Also müsst ihr aber da auf der Homepage schauen. So, wir fahren jetzt zurück nach Bad Ems. Bei mir meldet sich der Hunger. Bei Alfred meldet sich die Sehnsucht nach mir. Er ist froh, dass ich wieder da bin. Ja. Und jetzt für die Kamera. Hoffentlich ist er drauf. Wiederhole ich nicht. Habe ich jetzt eine freiwillig gemacht. Ich hab warme Socken, da qualmen dir die Mocken. Hajo, hajo, die Sonne scheint. Die Sonne kommt raus, dann fängt Bert auch wieder an zu singen. Also der hat ja ganz imposante Hörner hier, der. So sieht das aus, wenn man keinen Tisch bekommt. Und meine Frau, die hat abgeschaltet. Die nächste Sonne. Und dann 2 Minuten warten ist am Pennen.
Ja, wir haben wieder sicheren Boden erreicht und fahren jetzt mal wieder Richtung Stellplatz. Steht Knipse Liese. Die immer Fotos machen kann, das ist die Happy. Da Kötze. Mann, du. Das ist so unfair, mich zu filmen. Wenn ich reinkomme und sag noch, ich muss noch die Haare machen, wenn wir vergleich ein Video machen. Bist du da reinkommst? Mir noch nicht mal ein Mikro vorher in die Hand drückt, dass ich mich wehren kann. Ich hab dich schon draußen gefilmt, als du da standst. Jetzt, meine Frau ist sprachlos, ich habe sie geschafft. Ich kann mal erzählen, in wie vielen Jahren wir Silberhochzeit haben, ob du das noch erleben möchtest. Guck mal hier. Habe ich alles für dich gemacht. Das stimmt nicht. Du hast die Eier und die Brettchen hingestellt. Der Rest habe ich immer, als du am Klo warst. Ach, die Brötchen auch? Die hab. Hol mal die Brötchen aus der Omnia. Ich gehe jetzt auf Toilette. Ja, eben. Stunden rausholen. Später war der Tisch gedeckt. Rausholen. Während ich bei Eiseskälte in leichter Bekleidung draußen rumlaufe, um für deine Stellplatzvideos ein Thumbnail zu machen. Die wollten sich eben schon draußen setzen. Von wegen Eiseskälte. Du gehst hier mit der dicke Mob raus. Ich werde im Sweatshirt raus. Ich habe jetzt zwei ersten vor lauter Diskussion, dich zu filmen. Habe ich dir Brötchen gefilmt. Ich rede mit Brötchen. Du bist ein Blödchen. Redet dein Mann mit Brötchen, ist ein Blödchen. Hier haben wir noch einen Campingplatz in Fachbach und hier sind auch schon alle in Betrieb. Ja, kannst du auch wieder Kanus leihen. Also das mit den Kanus finde ich echt schön und gut. Will ich auch mal machen. Möchte auch, aber das mache ich nie wieder. Da hast du vorne gesessen und ich habe hinten versucht zu rudern. Da war ich aber 15 Kilo leichter. Das war Luftrudern. Da warst du 10 Kilo schwerer. Ja, musst du tiefer einstechen. Ja, 3 Stunden frei paddeln. Ja, machst du Solarantrieb? Klar, wenn die Sonne scheint, geht das Treten viel leichter. Ja, ich merke das schon. Wenn es kälter ist, fährst du langsamer. Das ist die lange Unterhose, die bremst mich aus. Oben läuft sie. Ja, ja. Muss wieder Fotoknips machen. Zwangspause, Betty ist fotografieren. Alle meine Entchen schwimmen auf der Lahn.
Schwimmen auf der Lahn. Wo sind wir hier? In Lahnstein. So der alte Kern hier. Haus zur Lahn, glaube ich, heißt das. Noch 8 Kilometer bis Koblenz. Aber da muss ich heute nicht raus. Genau, Wirtshaus an der Lahn. Ach, guck mal, was die Magnolien blühen. Da ist Burg Stolzenfels. Da hinten. Hier hat man Thomas Gottschalk gehört. Die ist abends schön beleuchtet. Kannst du vom Stellplatz aus, der ist ja vorne an der Spitze, schön sehen. Der sitzt in Arme da. Ja. Da war doch der Klückenscheißer oder wie der hieß, ne? Fahrräder müssen ja unten fahren. Das ist ja eine Schule in dem Kloster und dahinter ist aber noch so ein schöner, geheimnisvoller Garten. Gucken, ob ich den noch finde. Können auch ein Stückchen am Rhein entlang fahren jetzt, ne? Hast du die Burg Stolzenfels? Ich halte mal eben an. Ah, da hinten ist schon Koblenz. Und die haben leider geschlossen. Ich hatte mich ein bisschen Durst. Aber das bei dir ja. Außer die kann Blümchen fotografieren. Ja, Betty war ja schon traurig, dass ihr Schiff nicht hier lag. Ich habe es gefunden. Schau doch mal hier. Ich glaube, die findet das jetzt nicht so gut. Die Silberhochzeit, die wirst du nur erleben, weil du immer auf meine Lebensversicherung anspielst. So. Und wie zu jedem Ende unserer Videos, das altbewährte Fazit des Wochenendes. Stellplatz top, die Lahn, viele schöne Plätze, viele schöne Dörfchen, Städtchen, wunderbarer Fahrradweg, eine Reise wert. Dem muss ich widersprechen. Ja, ihr dürft nur nicht Richtung Lahnstein von Bad Ems fahren, der ist sehr hoppelig. Aber gestern Richtung Nassau konntest du nichts sagen. Der war super. Der war super. Tiefenentspannt, gechillt. Wetter war super, Leute waren super. Bad Ems, da steht irgendwie die Zeit still. Wir fahren richtig erholt, wie nach einem richtig schönen Sommerwochenende in der Natur nach Hause. Hoffen, dass nächste Woche das Wetter ähnlich ist und wir wieder froh gelaunt Freitag 17 Uhr, 18 Uhr starten können. Das nächste Video für euch. Wir sagen, es war wieder mal super. Wir sind happy im Gegensatz zu den letzten 2-3 Wochen und fahren richtig glücklich und entspannt gleich nach Hause. Wir chillen jetzt so ein bisschen, machen die Kiste sauber, wie immer. Der Stelle wieder danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Auch der Alfred hinter der Kamera darf noch ein was sagen, auch wenn es zum Schluss des Videos ist. Ciao, ciao. Alles klar, macht's gut. Ciao.